Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir gehen jetzt Vivians Zelt untersuchen, denn sie ist verflucht. Tatsächlich. Zumindest hat unser Medaillon vibriert wie verrückt. Los geht's. Ja, gehen wir. Das ist ihr Zelt. Geh rein und sieh dich drinnen um. Ich rufe wie eine Eule, nein, wenn jemand kommt. Nein, nicht wie eine Eule. Alles nur nicht wie eine Eule. Ruf lieber wie zwei aneinander gebundene Kraniche im Morgengrauen. Okay. Oh, holde Vivian. Augen eines Rehs. Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Oh, Clownspuren. Große Clownspuren, hat er gesagt, ne? S. Stephen King's S war hier. Problem gelöst. Ne, warte mal. Jetzt haben wir erst recht ein Problem. Geralt, wenn es kommt, wir dürfen keine Angst haben, okay? Das ist das Geheimnis. Du bist scheinbar eh schon ein Vampir, weil du hast kein Spiegelbild mehr. Insofern, ist das gut, nehme ich an, für den Kampf gegen Stephen King's S, glaube ich. Außer, weil ich meine, das ist ja quasi, ne, der kann mit deinen Ängsten spielen und so, wenn er Sonnenlicht erschafft. Dann haben wir ein Problem. Moment, ist Sonnenlicht in der Witcher-Welt überhaupt problematisch für Vampire? Ha, wir werden es wohl nie erfahren. Schau dir mal die Flasche an. Ein Tiegel mit Tarnsalbe. Hier ist mächtige Magie am Werk. Mächtige Tarnsalbenmagie am Werk. Ich würde sagen, wir klauen der mal ein Croissant und ein bisschen Camembert. Klauenspuren. Ich weiß nicht, was das für ein Vieh war. Nur, dass es groß war. Noch mehr große Clownspuren. Könnte auch Wolverine sein. Vielleicht haben Stephen King's S und Wolverine ein Kind bekommen. Und das ist in die Witcher-Welt gereist, um dort sich mit Tarnsalbe einzuschmieren, damit es unsichtbar wird. Und Vivian beim Baden zuzusehen. Kleiner, perverser Schelm. Alles ist dunkelgrün oder gelb. Offenbar ist Yen nicht die Einzige, die einen Farbtick hat. Mäzenersalz. Damit macht man Kompressen. Kompressen. Somit ist der Fall gelöst. Hä? Da kommt jemand. Nein! Rasch! Ich dachte, du machst wie zwei aneinander gebundene Kraniche im Morgengrauen. Du wolltest doch vielleicht wie eine so. Eule rufen. Ja, genau. Wir reden später. Jetzt müssen wir zurück zum Turnier. Zeit für den zweiten Wettkampf. Meine Herren, was sucht ihr im Zelt meiner Herrin? Inspiration? Hebt euch hinweg! Finde ich lustig, dass er nicht wie eine Eule ruft, dass er darauf angesprochen wird. Das ist nett, ne? Das sind so nette kleine Details, die eben bessere Autoren einbauen. Höret und seht, ihr hochstehenden Herren, hier sind die Edelsten, nah und auch fern, versammelt, um heuer eins zu tun, zu suchen und finden Ehre und Ruhm. Möge das Glück heute mit ihnen sein, während wir uns ihres Anblicks erfreuen. Palmerin, der Baron von Longfall, Linos von Metina, Reinfahren von Atre, Horm Akersberg von Mecht, Donimir von Troja, Guy de Bois Fresne im Dienste der Herzogin, Delvin von Kregiau, Graf Tai von Dorndal, Anseis, Prinz von Lyrien und Rivien, Ravix von Vierhorn, Ravix von Riva. Ein Riesenapplaus für Grégoire de Gorgon. Der Stille zog letztes Jahr siegreich davon. Der Ritter, der heute sich qualifiziert, siegt erst, wenn er über Grégoire triumphiert.
Lasst euch am besten von einem gescheiten Barden durch all die Turnierregeln leiten. Ich finde es ein bisschen gemein, dass die Pferde nicht vorgestellt werden. Weil, plötzlich, warum gucken die alle mich an? Die warten alle drauf, dass ich was sage, oder wie? Warum habe ich hier das Kommando? Aber meinetwegen, gescheiter Bade, erklär uns die Turnierregeln. Gern, wenn es dir nichts ausmacht. Geh zur Gänze, der Sand durch das Glas. Kannst du dich auch normal äußern? Durchaus nicht. Ehe zur Gänze, der Sand durch das Glas und deine Stute vom Schweiße nass, musst du sie durch diese Tore dort lenken, dazu 5 Bolzen in Ziele versenken. Fallender Trappen von deinem Schwert wird dadurch der Sand im Glase vermehrt. Ebenso trägt es zum Sande bei, schieß es die Bolzen, du, einwandfrei. Ja, nun müsste alles klar sein. Rabix von Vierhorn, so nennst du dich? Mich täuschst du nicht. Ich trage heute noch Spuren von deinem Stahl. Was? Du erinnerst dich nicht? Ich bin Tay von Dorndal. Und ich schwöre dir, bis zum Ende des Turniers hinterlasse ich eine weitere Delle in deiner Visage. Fertig? Dann geh beiseite. Du stehst im Weg. Unsere Herren und Patronen begrüßt das Turnier. Vivienne, Schönheit betörender Zier. Seid von Herzen gegrüßt, werte Ritter. Möge mein Vorsitz euch leiten und den Pfad von Ehre, Tapferkeit und Ruhm weisen. Nimm meine guten Wünsche entgegen, Herr. Widme dein Können dem Turnier und nur dem Turnier. Ritter, nun ist es endlich soweit. Sitz also auf und mach dich bereit. Damen und Herren von edler Geburt, bald schon verfallen die Rappen im Spurt. Wie müssen sie rasen, um's zeitig zu schaffen? Ja, das ist ein Schauspiel zum Raunen und Gaffen. Seht, wie die Stute von Rabix nur so dahin fliegt und seine Frisur sich dazu adrett in den Wind schmiegt. Okay, plötzlich, wir müssen jetzt echt hier stark sein, zusammenhalten. Das schaffen wir. Los geht's! Es donnern die Hufe, es donnert Applaus. Nun wird es sich zeigen, wer prescht wohl voraus. Ja! Plötzlich, ich habe ein sehr gutes Gefühl, was uns angeht. Yes. Mein Gott, ist das Wasser hellblau. Was haben die denn? Das ist wahrscheinlich magisch, oder? Das sieht sehr weird aus. Oh, oh, ich hätte es beinahe übersehen. Plötze, bewegen wir uns noch? Ich glaube, Plötze parkte kurz vor dem Punüppelmännchen, oder? Naja, macht ja nichts. Mit extra Zeit ist die Leiste fast wieder voll. Hier ist wenigstens der Parcours ordentlich abgesperrt. Das war bei den Pferderennen früher immer mein Hauptproblem, dass ich nicht wusste, wo es lang geht. Und da musste ich immer auf die Minimap schielen und dann habe ich aber den Weg aus den Augen verloren, in der echten Welt quasi. Es war furchtbar. So mag ich das. So geht das. Ich habe mich vorher schon gefragt, wie genau die das machen, dass die Sanduhr wieder auffüllen. Steht da einer, ist die Sanduhr oben offen und da steht einer mit dem Fingerhut? Und wenn der das Signal kriegt vom Schiedsrichter, dass ich getroffen habe, nimmt dann im Fingerhut Sand und schüttet oben auf meine Sanduhr. Ich meine, könnte sogar sein, ne? Keine Ahnung. Irgendwie so wird es schon funktionieren. Müssen da Ziegen auf der Fahrbahn stehen oder... Vorsicht, kleine Zieglein. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Da geht's lang. Oh, da hätte es jetzt 2 Wege gegeben. Naja, ich bleibe auf dem Weg.
Ah, da steht einer mit Zettel und Stift und notiert tatsächlich, ob ich getroffen habe oder nicht. Das ist ein schönes Detail. Die stehen... Genau, hier steht auch einer. Guckt, mit Zettel und Stift. Oder Feder. Stehen die da und machen Notizen. Ich meine, im Endeffekt reicht es ja, wenn die Sanduhr läuft und die Leute kommen dann mit ihren Notizzetteln. Und dann wird kalkuliert. Oh, oh, oh! Okay, ich glaube, das brauchen wir aber auch gar nicht. Es hat getroffen. Also, das ist aber schon der very easy Modus gewesen. Very. Ich hätte irgendwie noch schnell zu McDonald's ranfahren können und hätte trotzdem gewonnen. Ein großes Abenteuer. Feiern wir. Zünden wir helle Freudenfeuer. Zu Ehren der ruhmreichen Ritter. Habt Acht. Feiern wir nun die ganze Nacht. Um die Teilnehmer zu ehren, wollen wir Folgendes verzehren. Die besten Speisen, die feinsten Weine. Wer noch lebendig, der holt sich das Seine. Gratulation. Hier, nimm deinen Preis. Einen Sattel mit deinem Wappen. Vielen Dank. Übrigens hat mein Kammermädchen gesehen, wie ein weißhaariger Mann aus meinem Zelt geschlichen kam. Du weißt nicht zufällig, wer das war? Keine Ahnung. Wie kindisch. Gratulation zum Sieg. Und was für ein Sieg das war. Ich bereue fast gar nicht mehr, dass ich nicht teilnehmen konnte. Darauf müssen wir trinken. Komm mit zum Fest. Wir warten zusammen auf Vivienne. Geh du voraus. Warum darf der jetzt eigentlich mitessen und sowas? Der macht gar nicht mit am Turnier. Ich mach mit. Aber ich vertrete ihn. Aber ich krieg die Preise. Inwiefern vertrete ich ihn denn dann eigentlich? Ah. Ich verstehe gar nichts, aber er darf trotzdem vom Buffet essen. Was hältst du von Vivienne? Sie ist umwerfend schön. Das meinte ich nicht. Es ist noch zu früh, um was Substanzielles zu sagen. Eins weiß ich aber sicher. Sie verwendet mächtige Magie und Illusionen zur Maskierung. Weil Vivienne... Willst du behaupten, dass sie in Wirklichkeit anders aussieht? Ja. Bislang rate ich nur. Wir haben noch Zeit, bis Vivienne kommt. Trinken wir. Vivienne ist in Wirklichkeit das uneheliche Liebeskind von Wolverine und Stephen Kings S. Und kann sich selber verwandeln in Vivienne. Aber in Wirklichkeit heißt sie Vivienne und sieht ganz anders aus. Hat nämlich schwarze statt blonde Haare. Und... Naja, was hat er gesagt? Wir haben noch Zeit, bis wir... Trinken wir? Ja, okay. Aber nur 7 Tage lang, habe ich mal gehört. Auf Vivienne. Kein Mögest Tag länger. Einen Weg finden, ihr zu sonst habe ich wieder einen üblen auf Kater. Vivienne. Als ich sie zum ersten Mal sah, verstand ich plötzlich, was die ganzen Gedichte und Balladen sollen. Liebe ist nicht nur Poesie. Manchmal ist sie Prosa und manchmal sogar richtig hässlich. Das sagst du nur, weil du Vivienne nicht so kennst wie ich. Ein Leben an ihrer Seite wäre der Himmel auf Erden. So gut kennst du sie doch auch nicht. Du hast was verloren. Ich verlange Genugtuung. Du hast mich 2-mal beleidigt. 2-mal sollten ja reichen. Du verweigerst mir das Duell? Ich werde dir zeigen, was ich mit Feiglingen mache. Muss ich euch jetzt wirklich umbringen? Muss das sein? Au. Sonala. Oh, mein Begleiter hat verloren. Na dann schnappen wir uns den dritten auch noch. Ich meine, der war verletzt, ne? Und so ist er auch gemein. Drei
2:0. Tai. Vielleicht solltest du dir ernsthaft überlegen, ob du ein 4:0 riskieren willst. Ich bring dich um, Mutant! Du hattest deine Chance, Herr. Du hast sie nicht genutzt. Und jetzt musst du gehen. Wir sehen uns wieder, du Kreatur. Diese herrliche Feier von Tapferkeit und Ehre erfreut mein Herz. Und auch euer Anblick, die ihr die Rittertugenden alltäglich pflegt und nach Größe strebt. Doch nach der Zeit des Kampfes kommt die Zeit des Friedens und der Rast. Also lade ich euch alle, die ihr beim Turnier gekämpft habt, zu einem Fest ein, das im Namen eurer Ehre gegeben wird. Wer von euch etwas Abgeschiedenheit wünscht, der kann sich in eins der privaten Zelte in der Nähe zurückziehen. Das Scharmützel wird morgen ausgetragen. Möge der Ruhm für jeden Einzelnen von euch in Reichweite sein. Der Beste unter euch wird die Ehre haben, gegen den Titelverteidiger anzutreten. Dies ist der ruhmreiche Grégoire de Gorgon, Sieger des letztjährigen Turniers. Nun feiert und lasst es euch wohl ergehen. Vergesst nur nicht die Prüfung, die morgen auf euch wartet. Folge ihr. Wir treffen uns vor dem letzten Wettstreit in deinem Zelt. Du musst ihr helfen. Aber vielleicht will sie keine Hilfe. Vielleicht ist sie irgendwas Übernatürliches, das sich als Mensch verkleidet und so weiter. Und das sollten wir vielleicht gar nicht dazwischen funken, weil Menschen sind ganz schön scheiße. Das ist wirklich, ne? Die Witcher-Welt ist schon ein ziemlich cleverer oder netter Gesellschaftskommentar auch einfach insgesamt. Weil im Endeffekt, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja so, dass diese Welt hier ursprünglich, ganz, ganz ursprünglich, von den Gnomen bevölkert wurde. Nur Gnome und die normalen Tiere, die es halt in unserer Welt auch gibt. Und damals war alles wunderbar. Und bei den ersten Kataklysmen oder dem ersten Kataklysmus, ich weiß es nicht, kamen dann so die Zwerge und die Elfen und eigentlich war alles chillig und ganz cool. Und dann kamen die Menschen irgendwann. Jahrhunderte später. Und dann ging die ganze Scheiße los. Die Menschen haben dann den Krieg und das Elend und das Leid und den ganzen abgefuckten Scheiß mitgenommen. Wenn man so will, könnte man so interpretieren, dass die Menschen schon die ersten Monster waren, die die Welt betreten haben, weil dann, bei einem späteren Kataklysmus, kamen dann die, die man heute so als Monster bezeichnet, in die Welt. Aber letztendlich kamen die ersten Monster schon damals, als die Menschen kamen. Und das ist leider so realistisch. Sie ist ein gelber Vogel. Sie ist ein Vogel in Wirklichkeit, Geralt. Sie hat einen Vogel. Guck doch. Weggeflogen. Ich sollte hinterhergehen. Guck doch, Geralt, die hat die gleiche Farbe und alles. Offenbar führt mich der Vogel irgendwo hin. Geralt. Fuel. Fuel. Geralt. Das ist aber auch der langsamste Vogel der Welt, oder? Die Zeitlupenschwalbe. In ihrem natürlichen Habitat. Sie fliegt mit einer Geschwindigkeit von 2 km/h und fällt trotzdem nicht vom Himmel, weil sie mit Helium gefüllt ist. Faszinierendes Geschöpf. Ich glaube, wir werden von irgendwas verfolgt, Geralt. Lauf! Lauf einfach! Heliumschwalbe! Wo bist du?
Wir werden von irgendwas verfolgt. Ein Fasan! Nein! Lauf! Nicht der Fasan des Todes! What? Was ist los? Ich kenne mich nicht mehr aus. Bitte spring hoch. Okay. Schnell. Oh! What? Okay. That escalated quickly. Plötzlich kommen da irgendwelche Raubkatzen aus dem Gebüsch. Anscheinend ist das hier eine ganz schön gefährliche Gegend. Jaha, ich bin ja jetzt schon da, Vogel. Meine Güte. Wie viel kann man denn zwitschern? Wie viel Raubkatzen sind hier? Geralt, lauf bitte einfach. Einfach laufen. Moment, wir laufen in die falsche Richtung. Geralt, lauf in die Richtung. Dahin, wo es zwitschert. Nicht dahin, wo es faucht. Bitte. Der Vogel ist über den Hügel geflogen. Vielleicht kann ich den Weg durch die Höhle abkürzen. Welche Höhle hätte ich... Ach so, warte mal, Geralt. Du hast, ich sehe schon, auf der Karte Höhle. Alles gut. Das ist eine super Idee, einfach so in irgend so fremde Höhlen zu gehen, wenn man glaubt, man kann dann irgendwie Hügel abkürzen. Du bist ein genialer Witcher. Das macht, glaube ich, eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber gut. Na, guck mal, was haben wir denn hier? Ein Wicht. Ach, guck, und irgend so ein Höllenhund. Das ist doch nett. Und Geralt, bist du immer noch mit deiner Entscheidung zufrieden, hier abzukürzen? Oh shit, ich habe keine Heiltränke mehr. Ich hätte vielleicht mal irgendwo meditieren sollen. Ich dodgel. Bert. Angst. So ein Wicht ist neu, ne? So ein Wicht kennen wir bisher noch nicht. Geh ins Licht. Im Licht ist kein Wicht. Nicht. Sondern ein gelber Vogel. Gab's einen Körpertausch? Wahrscheinlich hat ein Vogel ihren Platz eingenommen und sie ist jetzt der Vogel. Und sie führt uns jetzt zur Quelle der teuflischen Vogelmagie. Herrin Vivienne, du dachtest, ich verlaufe mich. Das stimmt. Ich hielt dich nicht für anders als die anderen Ritter. Gut im Turnier, erbärmlich im Angesicht echter Gefahr. Ich lag falsch. Wie ich höre, kommst du öfters her. Hier hat alles angefangen. Und da ich dir nicht entkommen kann, mich vor dir nicht retten kann, will ich, dass es hier geschieht. An diesem Ort. Ohne Zeugen. Dass was geschieht? Na, du bist doch ein Hexer. Du wurdest gedungen, um mich zu töten, oder nicht? Also mach es jetzt und bitte schnell. Ich wehre mich nicht. Hexer jagen nur Monster. Und auch nicht jedes. Du bist kein Monster. Was soll ich denn sonst sein? Weiß ich nicht. Ziemlich cool eigentlich irgendwie. Ich weiß aber, also am meisten wundert mich das Wort gedungen. Aber gut.
Warum soll ich raten, wenn du es mir einfach sagen kannst? Wenn du nicht den Auftrag hast, mich zu töten, was willst du dann hier? Steckt Guillaume dahinter? Er wollte dir helfen und hat mich um einen Gefallen gebeten. Wenn ich was für dich tun kann, mache ich es gerne. Warum sollte ich dir trauen? Weil die Herzogin mir traut? Weil ich auch ein Mutant bin? Weil ich mich beruflich mit Fällen wie deinem auskenne? Such es dir aus. Du fällst mir nicht in den Rücken und verwendest gegen mich, was ich sage. Wirst du schweigen? Ich werde schweigen. Das schwöre ich beim Reiher. Du machst dich über mich lustig. Nein, du willst nur zu viele Sicherheiten. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir vertrauen. Ich sage niemandem etwas, solange ich nicht zu dem Schluss komme, dass ich jemanden einweihen muss. Sei es drum. Ich sage dir, was meine Mutter mir erzählt hat. Als sie mit mir schwanger war, haben sie und mein Vater viel Zeit beim Wald verbracht. Hier, auf dieser Wiese. Mama liebte den Gesang von Pirolen. Sie strich sich über den Bauch und wünschte, ihr Kind solle so schön werden wie diese Vögel. Aber im Wald hauste eine Kreatur, die meinen Eltern ihr Glück neidete. Eines Tages erschien sie vor meinen Eltern, um ihnen zu sagen, dass der ganze Wald ihr gehöre und sie es gewagt hatten, etwas zu genießen, was sie nicht besaßen. Die Kreatur verlangte eine Entschädigung. Meine Eltern hatten aber nichts. Da beanspruchte sie das ungeborene Kind. Haben deine Eltern diese Kreatur beschrieben? Sie sprachen von einer Nymphe, Ausgeburt des Waldes und ohne Eltern. Aber ich war zu jung und zu mitgenommen von diesem Fluch, um genauer nachzufragen. Okay, irgendwas stimmt mit dem Räder hinten auf jeden Fall nicht. Das hat gerade einen super Headbang-Anfall gehabt. Aber scheinbar geht's jetzt wieder gut. Ich verdächtige dieses Reh. Ich glaube, das Reh ist die Nymphe. Guckt, wie... Oh, guckt, jetzt schickt es schon... Cut. Fangen wir doch mal von vorne an mit der Szene. Kann jemand die Hirsche wegschaffen, bitte? Wer hat die Hirsche hier mit an Z genommen? Okay. Na dann. Machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Szene. Geralt spricht mit Vogel-Lady über die Nymphe. Die zweite Action. Was ist dann geschehen? Zuerst gar nichts. Ich kam als ganz normales Kind auf die Welt und meine Eltern vergaßen die Ereignisse. Aber als ich 15 Lenze zählte, wurde der Fluch wirksam. Zuerst nur bei Vollmond. Aber mittlerweile ist er so stark, dass ich sogar tagsüber Magie brauche, um seine Symptome zu kaschieren und normal auszusehen. Darum dachte ich, dass mich jemand entdeckt und dich angeheuert hat, um mich zu töten. Ich hatte mit dem Leben abgeschlossen, als ich heute herkam. Vielleicht wäre es mir sogar recht gewesen, denn ich fürchte, hier steht die endgültige Verwandlung bevor. Die Rehe sind der heimliche Star hier. Vielleicht. Das ist genau das, was ich immer sage, ne? Sicher. Das stört jetzt die Stimmung hier in der Szene ein bisschen und macht so ein bisschen auch, ne, die Immersion kaputt. Aber ich finde solche kleinen Bugs und solche kleinen Aussetzer in der KI und so kleine Fehler einfach Gold. Das ist das. Viele Spiele sind nur oder hauptsächlich wegen solcher Sachen legendär geworden und haben bleibende Erinnerungen hinterlassen. Kleine Bugs, die den Spielfluss nicht stören, sind das Beste, was einem Spiel passieren kann. Deine Salbe enthält eine mächtige magische Zutat. Du hast nicht die Immunität von Magiern. Hohe Dosen und auch normale Dosen über längere Zeit sind gefährlich für dich. Das habe ich gemerkt. Deswegen wollte ich es ja aufgeben und meiner menschlichen Form ein für alle Mal Ade sagen. Also, was haben wir gelernt? Keine Lenze zählen, weil wenn man
bis zum 15. Lent zählt, wird man zu einem Vogelmonster und hohe Dosen vermeiden. So 0,33er sind okay, aber nur die alten, die kleinen, nicht die neuen hohen Dosen. Da wird's problematisch. Aber auch kleine Dosen über längere Zeit. Die rosten dann wahrscheinlich und das dann auch ungesund. Deswegen kleine Dosen nur einmal verwenden. Ganz wichtig. Gut. Außer ihr wollt eine Vogellady werden. Dann unbedingt nur noch hohe Dosen. Alles aus hohen Dosen trinken, am besten über längere Zeit. Und zählt Lente, bis ihr keine Lente mehr zählen könnt. Bis ihr Lente nicht mehr sehen könnt. Ich weiß nicht, wie viel Lente ihr kennt, aber am besten bis 15 zählen. Vielleicht kann ich den Fluch brechen. Ich habe mal einen Baron getroffen, der sich endgültig in einen Kormoran verwandelt hatte. Ich konnte ihn vollständig heilen. Meinst du wirklich, dass es diese Möglichkeit für mich gibt? Ich kann nichts versprechen. Du bist ein schwerer Fall. Du wurdest vor deiner Geburt verflucht. Schon das macht die Sache schwierig. Und dann sagst du, dass die Symptome stärker werden. Ich könnte versuchen, den Fluch auf jemand anderen zu übertragen. Was? Kommt nicht in Frage. Ich kann doch nicht einfach irgendwem das Leben ruinieren. Ist das die einzige Methode, die dir einfällt? Die einzige narrensichere. Es gibt also Alternativen? Beeinträchtigt der Fluch eigentlich auch deine Kleidung oder... Naja, in der Regel, ich bin jetzt kein Hexer, ne? Geralt ist hier der Fachmann, aber in der Regel muss ich irgendwas verhauen und dir 3-2 Pflanzen geben und dann passt's wieder. Aber gut. Du lehnst Hilfe aber schnell ab. Warum? Wenn der Fluch übertragen würde, wirkt er auf die andere Person vermutlich viel schwächer. Ich will nichts mehr davon hören. Also schön. Es gibt noch eine Möglichkeit. Ein altes Ritual. Wir brauchen das Ei eines Pirols. Damit müsste der Fluch sich abschütteln lassen. Aber ich muss dich warnen, es könnte ernste Folgen geben. Was denn für Folgen? Der Fluch wurde ausgesprochen, bevor du auf die Welt kamst. Das Ritual sieht vor, ihn auf ein ungeschlüpftes Küken zu übertragen. Dann wärst du frei. Allerdings besteht die Gefahr, dass dir nur die Lebensspanne eines Pirols bliebe. 7 Jahre. Ich verstehe. Ach, jede Rose hat ihre Dornen. Sowas wie ein glückliches Ende gibt es nicht. Jedenfalls nicht für mich. Ich bin auf den Tod vorbereitet. Und nun bietest du mir 7 Lebensjahre in Freiheit an? Das ist kein Dilemma. Ich bin von ganzem Herzen einverstanden. Das kann ich nachvollziehen. Du musst dich noch nicht entscheiden. Überdenk es. Das mache ich. Sicher vermisst man mich beim Turnier bereits. Wollen wir zurückgehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ist der Fluch echt so schlimm, dass du dafür bereit bist, in 7 Jahren zu sterben, damit man den löst? Dadurch, dass du ab und zu ein paar Federn irgendwie sprießt, was du sogar mit Magie rückgängig machen kannst? Na gut, er hat ja gesagt, über längere Zeit ist es nicht gut. Aber ich, mein Vorschlag wäre, einfach das zu akzeptieren und zu sagen, hey Leute, ich bin übrigens voll die coole Vogellady. Und dann sagen alle so, wow, nice, sieht echt cool aus. Und die, die was anderes sagen, werden geköpft. Problem gelöst. Dankeschön. Du bist immerhin die Herzogin. Du kannst Leute köpfen, oder? Stimmt. Und wenn nicht, kommst du nachts und zerhaust sie mit deinen Vogelklauen. Und Ende. Ich helfe dir. Komm, machen wir das lieber. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück. Gerne. Aber willst du nicht... Ach, richtig. Ich kann das schlecht in Federn aufkreuzen. Entschuldige mich einen Moment. Mach das jetzt. Das Spiel hat keine gute Botschaft in dieser Quest.
Kannst du dich beliebig verwandeln? Nein, aber das Wasser des Teichs hilft. Nur für kurze Zeit, aber dafür stets zuverlässig. Interessant. Komm. Warum suchen wir nicht die Quelle des Teichwassers? Wäre jetzt mein erster Anhaltspunkt. Zweiter Anhaltspunkt ist, wie lange hilft denn das Teichwasser? Könnte man nicht ganz viele kleine Fläschchen mal mitnehmen zum Beispiel? Und so weiter. Lösungsansätze über Lösungsansätze. Ja. Alles dann besser als sieben Mann. Jahre lang Siehst Leben. Siehst du nicht, dass ich außer mir bin vor Sorge? Was hat sie? Sie hat mich um Diskretion gebeten. Aber ich will doch nur ihr Bestes. Vielleicht kann ich helfen oder, ich weiß nicht, sie wenigstens trösten. Vielleicht ist das die Lösung. Ich hab's. Wenn du sie wirklich liebst, Goldlöckchen, dann muss ich dir jetzt was sagen. Weil dann, wenn deine Liebe aufrichtig und gerecht ist, dann habe ich eine super Lösung für euch beide, mit der ihr glücklich werdet und keiner muss irgendwie nach 7 Jahren sterben, weil er ein Pyrolenei isst. Also. Aber hey, aber ich hab eigentlich jetzt wirklich, ich darf nicht mit ihm drüber reden. Das kann ich nicht machen. Aber letztendlich wäre die Lösung, dass er sie akzeptiert, wie sie ist und die beiden glücklich bis an ihr Lebensende leben. Ende. Happy End. Oder? Aber ich sage jetzt erstmal, ich habe versprochen, nicht mit dir drüber zu reden. Weil sie leidet unter einem mächtigen Fluch. Was soll ich machen? Nicht, dass das jetzt eine wichtige Entscheidung ist. Nicht, dass es den Ausgang, den ich gern für die Quest hätte, geben würde, aber nur, wenn ich ihm hier sage, was los ist. Ah, ich glaube, da muss ich mal kurz überdenken. Deswegen machen wir jetzt für heute Schluss mit dieser doppelt gemoppelten Doppelfolge. Und morgen schauen wir mal, ob wir das Ei des Pyrolen suchen müssen oder ob es hier doch ein Happy End gibt. Für Goldlöckchen und Goldfederchen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.